Wenn wir an Land denken, denken wir normalerweise, naja gut, manche von uns, an Büffeln, an Neues, was uns zwischen die Ohren kommen muss, damit wir irgendetwas bedienen können. Nicht sofort kommt man darauf, dass es auch eine andere Form von Land gibt, nämlich das Extinktionsland. Bei mir sind nun zwei ausgewiesene Experten zum Extinktionsland. Zum einen Frau Professor Hatta Flor vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Sie ist Sprecherin eines Sonderforschungsbereichs, das 636, der sich mit Lernen, Gedächtnis und Plastizität beschäftigt. Und zum anderen Professor Onur Güntürkün. Er ist Sprecher der Forschungsgruppe 1581, die an der Ruhr-Universität Bochum explizit Extinktionslernen erforscht. Und er hat das Extinktionslernen quasi erfunden. Kann man das so sagen, Herr Güntürkün? Eigentlich kann man das so nicht sagen, denn entdeckt hat es vor fast 100 Jahren Iwan Pawlow. Und der hat auch schon ganz früh erkannt, dass das eine ganz besondere Form des Lernens ist, nämlich ein Lernen, das mehr über Inhibition arbeitet. Aber seitdem ist das immer so ein bisschen stiefkindlich behandelt worden, diese Extinktionslernen. Die meisten Leute kümmern sich um das Erstlernen, das Akquisitionslernen, das, was jetzt gerade gesagt wurde, das Büffeln, das, was zwischen die Ohren kommen muss. Und dass wir aber umlernen müssen, dass wir etwas gelernt haben und feststellen, wow, das stimmt ja gar nicht mehr, ich muss jetzt etwas ganz anders machen. Und was dann im Gehirn passiert, was im Verhalten passiert, was im Immunsystem passiert, das hat die wenigsten Menschen seitdem interessiert. Und das versuchen wir ein bisschen genauer zu erforschen. Okay, vielleicht nicht erfunden, aber dann doch wieder nach 100 Jahren ausgegraben. Wie waren denn die Reaktionen Ihrer Kollegen? Die Kollegen haben so reagiert, wie ich ganz am Anfang auch reagiert habe. So im Sinne von Extinktionslernen, ja, das hatte ich auch schon im Studium. Aber ist das wirklich spannend? Und wenn man dann sich selbst klar macht, dass das Extinktionslernen viel mehr Gehirn braucht, viel komplizierter läuft, sehr fehleranfällig ist und für die Anwendung sowohl in der Psychologie als auch in der Medizin von größter Bedeutung ist, dann geht eine Faszination über auch auf die Kollegen, die sie dann auch geteilt haben. Frau Flor, die Kollegen aus der Klinik, die hatten es einfacher, die Bedeutung des Extinktionslernens sofort zu erkennen, kann man das sagen? Ja, eigentlich nicht, denn es hat auch bei denen ein bisschen gedauert. Denn man hat früher immer gedacht, dass wenn ein Lernprozess gestört ist, das Erlernen vielleicht gestört ist. Und das macht aber eigentlich evolutionär gesehen wenig Sinn, denn wenn irgendeine Gefahr kommt, dann müssen eigentlich alle gleichermaßen gucken, dass sie da schnell eigentlich merken, dass eine Gefahr kommt oder wenn man einen positiven Reiz jetzt antizipiert, was angenehm ist. Und jetzt in letzter Zeit hat sich eigentlich herausgestellt, dass zum Beispiel insbesondere auch bei den Angststörungen das Verlernen eigentlich das Entscheidende ist. Dass oft gar kein so großer Unterschied ist, dass ich eine Angstreaktion lerne. Zum Beispiel, wenn ein traumatisches Ereignis auftritt, beim Tsunami hat man das gesehen. Da hat natürlich jeder erstmal Angst und es ist jeder traumatisiert. Das Wichtige ist aber, dass das bei den meisten nach einigen Wochen verschwindet. Und bei denen es nicht verschwindet, da entsteht dann tatsächlich eine Störung. Und das ist eben etwas, was mit der fehlenden Extinktion zu tun hat. Das heißt, man verlernt diese einmal aufgebaute Angst nicht mehr in Situationen, in denen man sie eigentlich ja also gar nicht braucht. Also man kann also diese sicheren Situationen nicht mehr erkennen und nicht mehr identifizieren. Ist das wirklich so neu oder wissen die Verhaltenstherapeuten darüber nicht schon lange Bescheid? Ja, bei den Angststörungen weiß man es eigentlich schon lange, hat man auch so ein Extinktionstraining schon eingesetzt. Aber man hat jetzt in letzter Zeit das eben auch auf andere Störungen sehr viel stärker ausgedehnt. Die Sucht wäre ein Beispiel. Auch Essstörungen zum Beispiel. Auch da muss man ja, also im Gegensatz zur Angst, wo es um einen negativen Reiz geht, ist es hier was sehr Attraktives. Ja, also wenn ich zum Beispiel Übergewicht denke oder Bulimie oder solche Sachen, da muss man zum Teil die Attraktion auf etwas verlernen. Oder ja, bei Sucht, bei Rauchen und so ist es auch klar. Und wie kann man das therapeutisch nutzen? Indem man ganz gezielt so etwas wie ein Extinktionslernen tatsächlich macht, das macht man bei der Sucht, macht man auch bei den Angststörungen, wo man die Reize, auf die man jetzt eine Reaktion gelernt hat, die nicht gut ist, die nicht angepasst ist, darbietet und man mit dem Patienten übt, in diesen Situationen anders zu reagieren. Das können äußere Reize sein, bestimmte, also wenn ich denke bei der Sucht, dass man, da geht man vielleicht in die Bar oder zu der Gruppe von Menschen, mit denen man seiner Sucht gefrönt hat. Oder es können aber auch interne Reize sein. Bestimmtes Gefühl, Stress, all diese Dinge können natürlich auch dann verbunden sein in diesem Lernprozess. Und das muss man verlernen, sehr
ausführlich. In einem guten Training klappt das aber. Lässt sich denn die Extinktion auch pharmakologisch unterstützen? Ja, das geht auch zurück auf neuere Forschungen. Je mehr wir eben über die Mechanismen wissen, über die Hirnmechanismen, auch die Neurotransmitter, die hier eine Rolle spielen, desto eher können wir hier eben zusätzlich pharmakologisch intervenieren. Und es hat sich eben zeigen lassen, dass man dieses Verlernen, indem man Rezeptoren aktiviert, die da involviert sind, zusätzlich boosten kann, sodass man dann eine Verhaltenstherapie kombiniert mit einer Pharmakotherapie, die jetzt gar nicht auf die Störung in dem Sinne geht, sondern auf die Verbesserung der Extinktion, die Verbesserung des Verlernens. Und diese Kombination hat sich zeigen lassen, zum Beispiel bei Höhenangst hat man das zuerst gemacht und jetzt auch bei einer Reihe von anderen Störungen, die kann zusätzlich den Effekt dieser Verhaltenstherapie verstärken. Und das geht dann schneller und es wirkt auch länger. Herr Güntürkün, das kam gerade schon durch, es sind unterschiedliche Kontexte, in denen Extinktion dann betrieben werden muss. Kontext hört man immer wieder, das ist ein schwieriger Begriff. Warum eigentlich? Das Erstlernen passiert eigentlich weitestgehend ohne Beachtung des Kontextes. Wenn ich also etwas lerne, und ich nehme jetzt mal den pavlovschen Hund, der lernt, dass nach der Glocke es immer Futter gibt. Und der Hund hat gar nicht gelernt, dass er sich dabei in einem blauen Raum befindet. Das ist ihm vollkommen egal. Hauptsache die Glocke kommt und dann kommt das Futter. Und eines Tages ist der Hund, sagen wir mal, in einem roten Raum. Das kümmert ihn überhaupt nicht. Die Glocke läutet, aber es kommt kein Futter. In dem Moment fängt der Hund an zu gucken, was ist hier los? Warum funktioniert das nicht mehr? Und dann fällt ihm auf, wow, ist eine neue Tapete. Die sind ja rot. Und der Hund assoziiert jetzt die Anwesenheit der roten Tapete mit dem Nichtfunktionieren der Futtervergabe. Und das ist der Kontext, der wird mitgelernt. Dafür gibt es dann eine Hirnstruktur, der Hippocampus, der dafür eine wichtige Rolle spielt, der interagiert mit anderen Hirnstrukturen. Und der Hund lernt, dass solange die rote Tapete da ist, dass die Glocke kein Futter nach sich zieht. Das Interessante ist, jetzt sieht es so aus, als hätte der Hund das verlernt. Jetzt bringt man den Hund wieder in den alten Raum zurück, keine rote Tapete, bimmelt mit der Glocke und plötzlich fängt er wieder an zu speicheln und das Fleisch zu erwarten. Das heißt, er hatte das nie verlernt. Er hatte nur gelernt, es nicht mehr zu zeigen, nicht mehr zu speicheln. Und das ist jetzt eine ganz interessante Gefahr für die Psychotherapie. Ich bin ein Mensch mit massiver Angst vor Spinnen. Das verdunkelt mir mein Leben. Ich traue mich kaum noch in meine Wohnung, weil ich da irgendwo eine Spinne gesehen habe. Ich wende mich an einen Psychotherapeuten. In seiner Praxis lerne ich, die Spinnenangst zu besiegen. Ich bin stolz, gehe nach Hause. Eine winzige Spinne wartet im Badezimmer auf mich. Die Panik ist genauso wieder da. Wie ist das passiert? Ganz einfach. Ich habe im Kontext der Praxis des Psychotherapeuten gelernt, die Angst zu besiegen. Ich habe sie dort verlernt, aber ich habe den Kontext mitgelernt. Der Kontext meiner Wohnung ist aber wieder der alte. In dem Moment merkt man, wie wichtig es ist, die Mechanismen des Extinktionslernens, die natürlich immer kontextabhängig sind, genauer zu verstehen. Und das war der Grund, warum wir angefangen haben, da mehr darüber zu forschen mit den vielen Kolleginnen und Kollegen, weil wir verstehen nicht wirklich, wie dieser Kontext dieses Extinktionslernen moduliert. Und erst wenn wir es wirklich verstanden haben, können wir diesen Menschen auch etwas besser helfen. Dass im Kontext Extinktionslernen plötzlich das Immunsystem aufgetaucht ist, Herr Güntürkün, das hat mich überrascht. Wie passen denn die beiden zusammen? Das ist eine weitere fantastische Sache, die von den meisten Menschen gar nicht so richtig beachtet wird. Wir können unser Immunsystem genauso konditionieren und es lernt genauso, wie in unserem Gehirn bestimmte Dinge gelernt werden. Und vor 20 Jahren hätte noch jeder gedacht, Immunsystem und Gehirn haben ja nichts miteinander zu tun. Wir wissen, dass die beiden aber ganz eng miteinander kooperieren. Und entsprechend gibt es natürlich auch das Lernen im Immunsystem. Und was wir untersuchen ist, wie funktioniert das Extinktionslernen im Immunsystem? Funktioniert das da genauso? Und auch das hätte massive Implikationen. Denken Sie an Menschen, die zum Beispiel Organtransplantationen bekommen. Die bekommen Immunsuppressiva, damit sie die Organe nicht abstoßen. Ist es möglich, hier über Konditionierungslernen das Immunsystem so zu konditionieren, dass es seine Immunabwehr herunterfährt? Und was passiert, wenn diese Immunabwehr-Runterfahrung Extinktionslernmechanismen aufweist? All das wissen wir noch gar nicht. Das heißt, auch da tut sich eine riesige Landschaft an Möglichkeiten auf.
über die wir noch viel weniger wissen als über das Extinktionslernen im täglichen Leben. Und auch das wollen wir deshalb erforschen. Wenn man sich mit einem Thema so lang auseinandersetzt, Frau Flohr, dann, also ich spreche jetzt von mir, gibt es doch oft Punkte, die man mit ins eigene Leben mit reinnimmt. Gibt es eine kleine Weisheit oder eine mittelgroße Weisheit, die Sie aus dem Extinktionslernen für sich persönlich mitgenommen haben? Ja, also eine Sache ist, dass sich entleben wahrscheinlich auch eine Art von Extinktionslernen ist. Und dass man das in solchen Situationen, wo man vielleicht sich trennt vom Partner, ja, oder einen Partner auch verliert durch Tod, eigentlich auch solche Prinzipien eine Rolle spielen. Ja? Denn so Liebe, Zuneigung, das ist ja auch was, was Gelerntes ist. Und da muss man sich dann auch wieder irgendwie entwöhnen. Und es wäre ganz interessant, denke ich, das mal in diesem Kontext auch zu untersuchen. Und Herr Günther Kühn, wie ist es bei Ihnen? Ich habe nach Beschäftigung mit diesem Thema viel mehr angefangen, auf kleine Reaktionen von mir zu achten, die darauf hindeuten, dass das Altlernen in mir noch schlummert. Und ich plötzlich anfange, Dinge zu machen, von denen ich gar nicht mehr wusste, dass ich sie früher gemacht habe. Und das läuft alles so ein bisschen unterm Radar. Man merkt das eigentlich sonst gar nicht. Aber in dem Moment, in dem man darauf achtet, stellt man fest, wow, da ist noch so viel in dir. Und du produzierst das unter bestimmten Stimuluskonfigurationen. Man guckt dann von außen auf sich drauf und stellt fest, die alte sensomotorische Maschine, die da noch in dir schlummert, die alten Reaktionen produziert. Und ohne dieses Thema hätte ich diese vielen kleinen Dinge gar nicht gemerkt. Aber mit dem Thema ist es dann wirklich so, dass sie einem total auffallen. Eine zweite Sache, die mir aufgefallen ist, ist so eine alte Weisheit, die natürlich die Psychotherapeuten auch schon lange wissen, ist, wenn es Dinge gibt, vor denen man Angst hat, die einem unangenehm sind, die man nicht mehr möchte, es hat keinen Sinn, davor vor denen wegzulaufen. Ganz das Gegenteil, man muss drauf zugehen. Das ist die schnellste Art, das Extinktionslernen zu befördern. Und das funktioniert auch sehr gut. Man hätte ja denken können, es ist ein trockenes Thema, aber nein, wir enden mit großen philosophischen Weisheiten. Frau Flohr, Herr Günther Kühn, herzlichen Dank.